Und weiter geht's bei Seminecraft. Ja, wir haben unseren Keller. Ich habe jetzt wieder ein Texture Pack drin. Seht ihr ja. Was ich jetzt machen möchte, ist ein paar kleine Akzente setzen. Das heißt, ein bisschen um die Details kümmern. Und hier haben wir Eisen gefunden. Yay! Yeah. Und wie viel Eisen da ist? Nochmal! Ah, das ist ja geil. Okay, Eisen. Nun gut, das müssen wir aber gleich schließen. Ne, wie sieht denn das aus, wenn hier so ein richtiger Klopatsch da richtig reingeschissen wird in diesen, in dem Keller. So, und ich habe jetzt wieder ein, also wie gesagt, habe ich ja jetzt wieder ein Texture Pack drin. Und zwar habe ich jetzt das Photorealism Texture Pack wieder drin, allerdings ohne MC-Patch, deswegen ist es jetzt auch ein bisschen pixeliger als sonst. Weil ich, wie gesagt, nicht gefunden habe, nicht wusste, was für ein MC-Patcher der aktuellste ist. Und jetzt haben wir wieder diesen schwulen Skin hier drin, leider. Ich muss den echt mal ändern, also ich bin noch nie dazu gekommen, den so wirklich zu ändern. Wir haben den ja im letzten Part geändert gehabt, aber nur weil ich kein Internet hatte. Nun ja. Also gut, ich werde, also ich werde euch versprechen, im nächsten Part ist dieser scheiß perverse Skin da weg. Okay. Ja, bauen wir einfach mal weiter. Ich will hier auch wieder mal die ganz normalen Steinziegel-Dings da nehmen. Hm, ist hier noch was im Ofen? Nee, ne? Hier ist ja gar kein Ofen. Okay, bauen wir mal den ganzen Boden hier aus. Oder soll ich den aus Holz machen? Das würde natürlich auch nicht so falsch aussehen. Hm, Holz oder Stein? Ich kann ja auch beides machen. Also ich mache erstmal Steine und später kann ich mich darum entscheiden, was ich machen möchte. Genauso mache ich das jetzt. Haben wir noch Holz? Moment, jetzt muss man kurz in die Truhe schauen. 6 Stück. Naja, ist nicht so besonders viel. Ich glaube, wir müssen dann mal wieder Holz sammeln. Ich glaube, das mache ich gleich. Ja, Höhle meint es genauso. Schwert raus. Ich weiß, es sind zwar keine Monster unterwegs, aber... egal. Hä, wo ist denn unser Schwert? Egal. Komm, lauf mal ohne Schwert raus, wir haben ja einen Bogen. So, hallo, ist jemand? Ist jemand Creeper? Hier war nie im Leben ein Creeper in der Umgebung. Nie im Leben war hier ein Creeper und hat hier ein Loch hineingeschlagen. Okay, ich glaube, das muss ich auch mal ein bisschen verschönern hier, dass unser, ah, Pokémon-Musik ist ja schön. Ja, nehmen wir mal Zucker mit. Zack, 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 zack. Und sammeln wieder ein bisschen Holz. Ich glaube, das kann ich hier schießen. Nee, ich sammle jetzt das Holz nicht, dass ich da 1000 Jahre lang mit der Umgebungsbearbeitung beschäftigt bin. So, Holz mitnehmen. Die NPCs sind... übrigens aus, also haben Standard-Skin, die, also Creeper, Spinnen und so, sehen ganz normal aus, haben keine veränderte Textur, sehen ganz normal aus, wie immer. Also wie halt im normalen Minecraft-Pack, Texture-Pack, ne, ihr wisst schon. Ich glaube, ich sollte mir mal einen Timber-Mod installieren, das wäre auch nicht schlecht. Weil ich möchte den ganzen Sumpf hier abholzen. Denn, ja, dann haben wir hier eine schöne Ebene, die können wir zum Bauen gut verwenden. Oder vielleicht auch einen Bauernhof bauen, wie der Gronkh. Ohne jetzt Gronkh nachmachen zu wollen, aber das ist schon eine gute Idee mit so einem Bauernhof, gleich am Anfang. Okay, ich glaube, hier kann ich wieder ein paar Ranken mitnehmen. Die kleben ja schon an unserem Haus dran, ne? So, lage ich mal das Holz rein. Wir haben ein Ei. Eieiei. Jetzt kriegen wir noch ein paar Steine. Wo ist unsere Spitzhacke? Hier ist die. Gut. Was ist denn das für eine Musik? Achso, das ist, ja, die kennen wir ja. Pokémon, ne? Passt die Lautstärke? Oh, ich habe wieder viel zu laut. Wieder viel zu laut eingestellt. So, hoffentlich passt jetzt. So, jetzt müsste es passen.
Denn ich mache hier ja immer anfangs eine Testaufnahme und da tue ich es versehentlich immer auf laut stellen. Ach ja, wir wollten mal eine Treppe, eine Holztreppe bauen. Machen wir es einfach mal schnell. Zack, 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 zack. So, hier Holztreppe. Zack. So, okay, passt eigentlich. Was wollte ich? Fackeln baue ich, genau. So, hier. 35 müssten reichen. Und dann gehen wir wieder nach unten, in die Tiefe unseres Kellers. Platzieren wir sie einfach mal so, so, so. Und wo ist die Spitzhacke? Hier. Und ja, warum habe ich die Fackeln jetzt wieder nach oben getan? So, passt's. Okay. Dann ruppen wir mal alles da raus. Und warum habe ich... Warum vergesse ich immer ein paar Objekte? Ich habe jetzt wieder keine Schaufel. Oder braucht man eine Schaufel? Wir brauchen jetzt eigentlich keine Schaufel dafür. Komm, machen wir es mal mit der Hand. Wenn du keine Tussi hast, dann machst du es mit der Hand. Okay. So, erstmal alles weg. Zack, zack, zack. Ja, das muss ich wegmachen. Da ist ja noch eine Truhe drauf. Das sieht man noch ein bisschen. Die Musik kenne ich gar nicht. Die ist aus Black and White, aber die kommt mir gar nicht bekannt vor. Sehr merkwürdig, naja. Moment, muss ich mir mal lesen, was sind das für eine Musik? Das interessiert mich jetzt ein wenig. Caravana Town, sagt mir jetzt nichts. Wahrscheinlich irgendein Ort. So. Wir müssen auch mal wieder was fressen, sehe ich gerade. Denn Hunger ist der größte Feind des Menschen. Okay. Mitnehmen. Hier alles schön mit der Hand abbauen. Jetzt hört zwar, glaube ich, mein Mausgeklicke, ne? Ich muss mal die Maus weiter vom Mikrofon wegmachen. So, wie spät ist es? Es ist Zombie, okay. Zombie Day. Aber wo kam der jetzt? Was? Wo ist denn da ein Zombie? Hä? Komisch. Aber das ist nur meine Phobie und ich bilde mir den Zombie gerade nur ein. Zombie? Wo ist denn da ein Zombie? Ich glaube, den habe ich mir nur eingebildet. Das war wahrscheinlich meine Fantasie. Was wollte ich denn mitnehmen? Ach ja, eine Suppe. Okay. Oder vielleicht ist er in irgendeiner Höhle. Wir haben ja, wir hören hier dauernd Höhlengeräusche. Vielleicht ist er ja da drin. Das ist die Musik aus Tasmania City. Okay, Sand haben wir genug. Ach, ich verbrauche hier schon wieder so viele Stunden Zeit, fällt mir gerade auf. Komm, weiter. Bauen wir einfach weiter. Ist zwar ein Zombie in der Nähe, aber was soll's? Was soll's? Ist halt ein Zombie in der Nähe. Ist halt ein Zombie in der Nähe, was soll's? Zack, 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 zack. Zack. Da, 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 da. Steine können wir auch gut wieder verwenden. Ne, hier ist alles eine Recycling. Hier wird ja alles Recycling gut erklärt in Minecraft. Alles kann man wieder verwenden. Das sagt. Alter, der Zombie macht mich ganz nervös. Ja, gleich werde ich auch. Wie spät ist es jetzt? Wo ist denn der? Ist er hier drin? Nee. Hä? So, ich bin bewaffnet mit einer Spitzhacke. Der scheint hier unter mir zu sein. Also ist unter mir vielleicht eine Höhle. Hallo?
Verehrter Herr Zombie, bitte hören Sie auf, mich zu belästigen, sonst muss ich die Polizei rufen. Deine Mutter macht auch dauernd. Der Zombie macht mir jetzt ganz nervös. Aber ist, glaube ich, ganz gut für mich gegen meine Phobie. So. Ein paar neue Steinziegel. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, hier alles mitnehmen, ne? Mir fallen keine Themen ein, deswegen versuche ich hier immer dasselbe zu sagen, was ich immer sagen möchte. Ja, jetzt haben wir zwei Flint bekommen. So, wenn man ja Gravel abbaut, dann besteht auch die Chance, dass Flint, dass man statt Gravel Flint bekommt. Und dieses Mal, aber die Chance ist ziemlich gering, ne? Und diesmal haben wir zweimal Flint bekommen. Einfach mal so, ja gut, können wir uns ein Feuerzeug kaufen und Wälder niederbrennen oder sowas. Oder ein Portal anzünden. Ja, ich möchte auch mal bald, vielleicht sogar im nächsten Part mal die ganzen, also mal den Spinnenspawn ein bisschen bearbeiten. Und wir haben keine Steine mehr. Ist ja klasse. Gehen wir wieder nach oben. Ich glaube, ich muss hier mal einen Ofen bauen. Und es wird dunkel. Wir brennen mal die neuen Steine, die wir hier eingesammelt haben. So, alles schön in den Ofen hinein. Und ruppen das Ganze schon mal, der wäre weg, damit man das schon mal... Schnauze! Scheiß Nachbarschafts hier! Ich glaube, ich ziehe um. Oder ich rufe die Polizei. Das geht so nicht. Überall so... Die hören wahrscheinlich so... die schauen sich wahrscheinlich einen Horrorfilm an. In voller Lautstärke, die Nachbarn. Deswegen diese... Scheiße, was mache ich da eigentlich? Habe ich überhaupt nachgedacht? Nein, habe ich natürlich nicht. Wo ist denn der? An der Wand lauschen. Moment. Hier ist ein Skelett. Es ist irgendwo eine Höhle in der Nähe. Hundertprozentig. Weil an der Oberfläche können sie nicht sein, weil hier an der Oberfläche dark ist. Aber vielleicht sind sie hier unten. Hier werden wir uns nach unten graben. Vielleicht finden wir sie dann. Moment, Höhlengeräusch. Ha, scheint die ganze in der Nähe zu sein. Nehmen wir aber erstmal das Getreide mit. Merkwürdig. Warum haben wir einen Ofen dabei? Ja, einen Ofen kann man auch super tragen. Nö, jedes Mal, wenn ich arbeiten gehe, nehme ich mal einen Ofen mit. Vielleicht ist hier etwas. Wo ist denn der? Hä? Die scheinen hier zu sein. Hier ist irgendwo ein Skelett. Und ein Zombie. Ich gehe der Sache jetzt auf den Grund. Wortwörtlich. Alter, der ist hier ganz in der Nähe. Schnauze, ihr Nachbarn! Ach, egal. Schau ich mir irgendwann mal an, wenn... Vielleicht liegt es auch an dem Creeperloch, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas... Oh, erstmal Creeperloch schließen. Gleich werde ich auch zum Zombie. Hallo, willkommen bei Minecraft. Boah. Okay. Jetzt wollte ich hier meinen Keller bauen und jetzt bin ich hier stundenlang mit
mit einem Mythos hier. Dass hier irgendwo eine Höhle in der Nähe sein könnte. Ich glaube, ich soll zu Mythbusters gehen. Mythbusters. Oh, Knochenbruch. Und mein Notarzt. Aber wenn hier in der Nähe eine Höhle ist, dann könnte ich wahrscheinlich meinen Keller vergrößern. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber wenn es natürlich eine Giga-Höhle ist, das wäre auch nicht so. Besonders ist fein. Müsste ich mir wieder was einfallen lassen. Sie vielleicht schließen oder ganz erkunden. Mal schauen. Auf jeden Fall ist das jetzt fertig hier soweit. Jetzt muss ich hier noch diese Wand hier ein bisschen ausbauen. Ja, Zombie, du hast es erfasst. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier weiter... Also, vielleicht haben wir hier irgendwo beim Bauen vielleicht eine Lücke gelassen oder so. Kann ja auch alles sein. Denn das ist Minecraft. This game is so epic. So, müssen wir das wegholzen? Nein, müssen wir nicht. Aber wenn wir schon über Holz reden, hole ich mal gleich Holz. Nehme ich diesen Stack hier. So, hier ein paar Bretter. Zack, zack. So, machen wir das mal aus Holz. Ist ja scheißegal. Wir können es ja noch verändern, falls es ein bisschen komisch aussieht. So, wie sieht denn das jetzt? Ja, also gut, das sieht ganz falsch aus. Machen wir es mal wieder weg und ersetzen es durch übliche Steine. Ich glaube, ich mache es nur bis hierhin weg. Nein. Bis hierhin und nicht weiter. So. Skyrim-Musik. So, wie sieht das aus? Ja, wenn man nach oben schaut, sieht es ein bisschen gut aus. Oder, keine Ahnung, ist Geschmackssache, kann man sagen. Ich glaube, den hier mache ich auch noch weg. So. Wobei. Ich glaube, hier lasse ich Steine. Ich glaube, hier baue ich... Ja, ich mache hier nur Steine hin. Dann mache ich das Holz hier weg und mache hier nur Steine hin. Genau. Und ich wiederhole mich gerade zwar, aber ist mir egal. So. Naja. Sehen wir es positiv. Wenn hier in der Nähe eine Höhle ist, dann passt es eigentlich, wenn man im Keller ist. Weil Keller ist auch so ein bisschen unheimliche Atmosphäre. Und die Tür ist offen. Ich hasse offene Türen. Okay. so, zack, 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 zack. So, ich glaube, der Sache werde ich im nächsten Part auf den Grund gehen, was das für Höhlengeräusche sind. So, zack. Aber irgendwann müssen die auch despawnen. Kann auch sein, dass es eine große Höhle ist oder ein Spawner. Eventuell auch in der Nähe. Kann ja alles sein. So, jetzt möchte ich ein bisschen Akzente setzen. Und zwar, wie mache ich das denn jetzt? Erstmal die Fackeln richtig hin. Ne, das ist jetzt ein bisschen komisch jetzt, dass da die Fackeln hier durcheinander an der Wand hängen. So. Hier noch eine Fackel. Diese Schose kommt weg. Okay. Das kommt auch weg. Wobei. Na, ich mach's mal so. Ja, kann man lassen. Ist eher auch eher Geschmackssache. Hallo Zombie. Oder ich denke gerade darüber nach, ob ich hier vielleicht die Treppe um noch eins größer bauen soll. Dann würde aber das Haus viel zu klein sein. Also hätte man viel wenig Platz. Also ja, hätte man wenig Platz. So. Deutsch schwer, ich weiß. Aber baue ich mal das erstmal weg. Ja, Zombie. Ich weiß, du bist wütend, dass ich das jetzt wegbaue. Aber es ist halt so. Ich glaube, ich weiß, wie ich das jetzt baue. Und zwar mache ich das hier erstmal weg. Zack, 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 zack. Mach mal da Holz hin.
So. Dann hier das nochmal weg. Da will mir auch jemand einen Aprilstreich spielen, oder? Hat sich irgendjemand bei mir eingeloggt, hier die Höhle gegraben und sich wieder ausgeloggt? Naja, so. Und zwar möchte ich hier einen Durchgang bauen, der aus Holz bestehen wird. Quasi so ein, ja, so ein Gang, ihr wisst schon. Und dann vielleicht noch ein paar Stützpfeile hinbauen. Und hier haben wir ein Ding übersehen. Oh mein Gott. Faule Sau, der Kevin. Und, boah. Was soll denn das hier? Hab das wirklich ich gebaut oder war das nur ein böser Zwilling, der sich hier eingeloggt hat? Hier will mir echt jemand einen Streich spielen. So, zack, zack. Da-drum-drum. So, jetzt wird es, glaube ich, Nacht. Ich gehe mal schnell pennen, sonst ist hier wieder die Hölle los. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bauen wir mal schnell weiter. Zack, zack. So. Und das ist hier noch weg. Und zack, 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 zack. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Aber erst einmal bin ich so müde. Oh, ich muss pennen. Ich weiß, dass ich nur nachts schlafen kann, aber ist mir egal. Komm, ich zerhacke jetzt mal das Bett hier. Bam, bam, bam. Okay. So, ich denke gerade nicht mehr, soll ich die Küsten vielleicht hier reinbauen in die Treppe hinein? Ich weiß nicht, wie sie würden das dann aussehen. Der Zombie ist nicht so begeistert von. Hör ich gerade. Was, Zombie? Was soll ich bauen? Ich soll hier diesen Weg erstmal fertig bauen, okay. Dann mach ich das einfach mal. Wenn ein Zombie das sagt, wird es wohl was Gutes sein. Hm, verdammt. Ja, Holz ist oben. So, hier, wo ist denn da Holz? Ich sollte das Inventar besser prüfen, bevor ich da etwas mache. Zombie hat mich verarscht. Oder habe ich das mir gesagt? Oder hat der Zombie es mir gesagt? Egal. So. Das ist hier noch weg. Ich weiß nicht, das sieht von unten ein bisschen komisch aus. Vielleicht sollte ich auch hier keins bauen, also keine Truhe. Oder vielleicht nur eine Truhe. Oder? Na, ich habe vielleicht eine Idee. Ich baue das hier mal weg. Das hier baue ich auch weg. Hier natürlich eine Fackel. Dann das hier noch weg. So. Ja, ich hätte es gar nicht machen. Was mache ich da eigentlich? Nein! Ich bin der schlauste Minecraft-Spieler auf Erden. Ah! Oh, Knochenbruch. Egal. Dun, 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 dun. Ach ja, genau. Oh, jetzt. So wollte ich es machen. Zack, 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 zack. Nein! Ich bin am falschen Block platziert. Ich raste aus. So, dann machen wir hier so eine Abgrenzung. Zack, das Ganze kommt weg. Und hier kommt wieder Holz hin.
Und hier kann ich Truhen hinbauen. Hier ist wieder ein Höhengeräusch. Ich habe keinen Pei, wo die Höhle sein könnte. Die ist hier irgendwo in der Umgebung. So, so, jetzt denke ich gerade immer nach, ob ich hier vielleicht einen riesigen... Nee, es sieht eher komisch aus, würde ich sagen, oder? Was mache ich denn hier draus? Hier vielleicht ein paar Truhen? Ich baue mir mal ein paar neue Truhen. Oder ich mache mir gleich Schilder. Ach, jetzt mal das ganze Zeug ablegen. Jetzt brauche ich Schilder. Mache ich mir einfach Truhen, so. Ich sollte nicht zu viel reden, sonst werde ich hier wieder... sonst werde ich hier voll gespammt. Hey, was machst du da? So, hier. Nein! Okay. Naja, das Doofe ist jetzt, dass es hier ein bisschen... Dass es hier nicht passt so ganz. Soll hier schon gut aussehen. Ich glaube, das mache ich hier nochmal an meinen Zweck. So ungefähr. Hier lasse ich es einfach mal. Und verschiebt das Ganze um eins. Verdammt, hier geht's nicht. So. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache. Nein, das war falsch. Ich habe keine Ahnung. Was, Zombie? Ich bin dumm? Ja, du hast recht. Ich kann gut verstehen, dass du mich töten willst. Jetzt baue ich mal alle Truhen hier ab. Damit ich hier ein bisschen schauen kann, wie ich das bauen will. Oh, hier waren unsere... I'm so schlau. Ich dachte schon, jetzt habe ich die Truhen abgelegt, aber wo sind sie denn? Hier sind sie. So. Okay, hier möchte ich mir Abstand lassen und ich mache mal kurz Pause. So, hier bin ich wieder. Und dieselbe Musik wie vorhin. Moment, ändern. Wie will ich das denn jetzt bauen? Ja, soll ich es bauen, okay. Was? Ich glaube, ich versuche es mal so. Vielleicht passt es ja. Hier lasse ich es. Dann hier, hier. Hier, hier. Ja, das passt sogar. Hätte ich nicht gedacht. Dann dahin, hierhin. Das muss weg, aber da sind Sachen drin. Können wir wieder einsammeln, ist ja nicht so tragisch. Ich lagere so schnell. So, alles hier rein, okay. Habe ich alles? Ja. Okay, passt eigentlich. Ja, hier könnte man sogar noch hier vielleicht Holz hinbauen. Jetzt sieht es symmetrisch aus. Bis auf die Fackeln. Ach, bauen wir die Fackeln gleich um eins höher. So. Und dann tue ich die ganzen... Ja, hier muss es schon passen. Dann muss es hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite sein. Nein. Ach, egal. Kann man alles wegbauen. Die Zombies machen mich die ganze Zeit nervös. Und es ist wichtig, dass hier alles hell ist, weil das hier unser Lagerhaus ist. Wenn da ein Creeper kommt und der... Also falls hier ein Creeper spawnen würde und der uns dann alles wegspringt, das wäre auch nicht das Geiste. So ist die Frage, was mache ich hier in der Mitte?
Ich könnte vielleicht, aber nur vielleicht. Regnet es? Nö. Hat sich gerade so angehört, als würde es regnen. So, vielleicht so ein Schutzpfeile. Kann man das so lassen? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, aber wenn ich jetzt unten baue. Naja, ich müsste den schon so machen, dass der passt, also dass der symmetrisch ist wieder. Nicht, dass er so eckig ist, sondern. Ich glaube, ich hab's. Und zwar mache ich das jetzt mal weg. So, verglehen. Wie mache ich das genauso? Und dann vielleicht ist er weg. Es ist Minecraft, da muss man immer probieren und studieren. Ja, es passt wiederum hier nicht. Naja, ich krieg das nicht symmetrisch hin. Da gibt es immer so einen Dreierabstand. Aber was ich mit der Fackel macht, das wäre eigentlich auch nicht so ungeil. Oder ich könnte hier später vielleicht ein Portal hineinbauen, das wäre auch geil. Schon hier ist vielleicht ein paar Truhen. Ja, das würde gar nicht so doof aussehen. Ich glaube, das mache ich. Und jetzt bis Nacht, passt ja. Perfektes Timing. Und dann beende ich auch den Part. Dann geht's morgen wieder weiter. Und ich möchte morgen ein bisschen schauen, wo der Spawner ist. Also den Spawner ein wenig ausbauen. Und vielleicht auch schauen, wo die Zombie-Geräusche herkommen. Zack. Nein! Ah! So, jetzt haben wir hier. Dann mache ich es einfach mal so. Hier weg. Hier auch weg. Wobei, dann passt auf der anderen Seite nicht mehr. Oder ist es ein Dreier? Nee. Ach, mach ich es einfach mal so. So, so. Und hier halt noch eine Truhe hin, aber wir haben jetzt nicht das Holz dafür. Das mache ich dann später. Okay, vielleicht soll ich dann auch noch die ganzen Schilde hier noch einbauen. Ja, ich glaube, das mache ich. Aber erst im nächsten Part. Gut, dann machen wir im nächsten Part. Beschriften wir die ganzen Truhen und schauen nach, wo die Höhle ist, wo die Zombie-Geräusche herkommen. Bis dann, Servus!